Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Wir befinden uns heute hier nördlich von Berlin und wir schauen uns die ehemalige Villa von Josef Goebbels an. Er war damals Reichspropagandaminister und hat hier im nördlichen oder oberhalb Berlin hat er eine alte Villa und die schauen wir uns gemeinsam an. So, meine Lieben, also wir sind jetzt hier am Gebäude angekommen. Und hier rechts finden wir schon einen Bunker oder die Überreste eines Bunkers. Die schauen wir uns natürlich auch einmal genau an. Hier ist übrigens die Villa als kleiner Spoiler. Und leider, ich war schon mal hier. Der Bunker wurde damals gesprengt. Man kann aber hier reingucken. Hier sieht man, wie tief es da runter geht. Und ich war mal kurz davor, da reinzugehen, aber ich habe es nie gemacht. Schaut euch mal an, man braucht auf jeden Fall eine Leiter, um da runter zu kommen. Oder halt ein Seil. Und alleine ist das auf jeden Fall nicht machbar. Genau, und ich würde sagen, wir wollen gar nicht so lange warten. Wir gehen direkt mal drauf. Aufs Gelände. Die Villa oder eine der Villen von Josef Goebbels, damals Reichspropagandaminister im Dritten Reich bei den Nazis. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo reingucken können. Hier ist zum Beispiel ein bisschen was freigekratzt. Ich schau mal nach. Scheint das Badezimmer gewesen zu sein, aber soweit abgeschlossen. Hier wurden wahrscheinlich die Vorräte angeliefert und natürlich die Türen sind zu. Hier kann man leider, doch man kann hier durchgucken. So, aber seht ihr selber, tut man nicht, aber wir gucken trotzdem mal durch jedes Fenster, vielleicht sehen wir hier irgendwas. Oder vielleicht ist auch irgendwo eine Tür auf, aber naja, ich denke nicht. Hier wurde schon versucht einzubrechen. Und hier hat man auch versucht reinzukommen. Also das war wahrscheinlich für die Mülltonnen der Unterstand, könnte ich mir vorstellen. Also Zustand könnte man direkt wieder bewohnen, würde ich sagen. Die Frankfurter Ziegel habe ich sogar bei mir auf dem Fenster. Das wird wahrscheinlich eine neue Beleuchtung sein. Interessant wäre es auf jeden Fall mal drin, sich umzuschauen, oder? Was meint ihr? Das könnte Schiefer oder also Grauwacke sein. Doch hier leider für die Einblicke abgedeckt, dass man nicht reinschauen kann. Was haben wir hier? Wahrscheinlich eine ehemalige Belüftung. Und hier ist ein altes Grillhäuschen. Schaut euch das mal an. Also man hört ja immer wieder, dass die opulente Partys gefeiert haben und ich kann mir schon vorstellen, dass man das in diesem Haus auch wunderbar konnte. Sogar mit Abzugshaube. Ich denke auch, dass die hier die Flüsen neu sind. Vielleicht ist sogar das gesamte Grillhäuschen, diese Grillhütte hier neu. Könnte aber auch von der damaligen Zeit sein. Also der Stein, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Indiz, dass das sehr, sehr alt ist. Und vielleicht auch aus der Zeit. Ja, könnte auf jeden Fall sein. Wobei,
Hier wurden unterschiedliche Steine verbaut oder der ist nur abgesprengt und der ist hier glatt abgeschnitten. Schwierig zu sagen, weil grundsätzlich wurde dieser Stein hier verbaut. Naja, wir gehen erstmal weiter. Wunderschöne Fenster. Schaut euch das mal an. So Messing oder Kupfer könnte das sein. Wunderschön auf jeden Fall. Ein Barcode. Alles zu. Die Fenster konnte man auf jeden Fall aufmachen. Ich sehe hier Scharniere. Das bedeutet, die konnte man zu beiden Seiten komplett öffnen. Und dann hatte man natürlich einen super Durchgang und konnte den Innenbereich dann auch als Party-Location oder, ja, weiß nicht, hat man das früher Party-Location genannt? Wahrscheinlich ähnlich. Schaut euch mal da, wie es da drin aussieht. Das ist noch eine alte Bestuhlung. Der Original-Fußboden, Kronleuchter an der Decke. Ich versuche das mal ein bisschen heranzuholen. Da oben ist der Kronleuchter. Da. Ja, schon spannend. So, hier gucken wir auch noch mal rein. Ich glaube, das ist ein neuer Raum. So, blau gestrichen. Also ich versuche das noch ein bisschen. Und hier haben wir noch mal einen komplett anderen Raum. Ja, hier könnte, ich leuchte mal von links nach rechts, eine Schiebetür, links, da ist die Heizung, da ist noch eine Heizung und da hinten ist eine Durchreiche. Und hier, wenn ich mich richtig erinnere, ist dieses Fenster, ähnlich wie am Obersalzberg, sind diese Fenster komplett einfahrbar. Und hier seht ihr die Hoch, also die Schalter für das Hoch- und Runterfahren. Das ist hier auch da. Also es wird wahrscheinlich dafür gewesen sein. Hier sogar über Eck. Ich gehe mal zurück und zoome mal raus. Also ich mache mal einmal die Linse sauber. So, da habt ihr einen wunderschönen Blick. Von da sind wir gekommen und da gehen wir jetzt lang. Riesiges Anwesen, welches dazu gehört. Von innen verschraubt, seht ihr das? Damit unbeabsichtigtes oder beabsichtigtes Eindringen nicht möglich ist, auch richtig so. Hier schwere Fensterladen vor, teilweise mit Scharnier verstärkt. So, und hier kommt die Sonne nicht wirklich hin. Hier kann man vielleicht reinschauen, wie es dahinter aussieht. Hier wurde schon ein paar Laden weggemacht. Schaut euch mal an. Ich mache mal ein bisschen Licht drauf. Da, wie die Fenster damals ausgesehen haben. Straßenbeleuchtung. Was haben wir denn hier? Hier ist noch ein Berg, Leute. Oder ist das der Bunker? Das kann ja nicht sein. Ich bin ja noch nicht komplett rum. Seht ihr das? Bin mal gespannt, was das ist. Das habe ich ja noch nie gesehen. Denkmal. Seht ihr das? So, Tür ist auf jeden Fall gut verschlossen. Da kommt man nicht rein. Mal gucken, ob wir mit der Kamera hier durchgucken können. Und wenn wir die Lampe anmachen,
das sieht nicht so aus, dass wir da reingucken können. Aber das scheint mir auch ein Bunker zu sein, oder? Und wo ein Bunker ist, ein normaler Eingang, gibt es auch immer einen Notausgang. Mal schauen, ob wir den finden. Hier ist ein Weg. So, aber der verläuft sich hier, der Weg. Und da scheint auch nur hier so eine Anhäufung zu sein. Kann natürlich das Eingangsbauwerk sein. Es kann aber auch Munition oder sowas gewesen sein. Ja, vielleicht kriege ich das herausrecherchiert, aber die Funktion von diesem Hügel erschließt sich mir aktuell nicht. Wir haben hier noch ein Rohr, wo wir natürlich auch einmal reingucken, aber das ist dicht. Da guckt man nicht, kann man nicht reingucken. Sehr schade. Ja, dann machen wir unsere Tour erstmal weiter. Oua. Und gucken uns das Haus weiter an. Oua. So. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen bin ich kurzatmig. Sieht es mir bitte nach. Und jetzt kommen wir quasi direkt auf das Haus zu und schaut euch das mal an. Villa Bogensee ist sogar noch mit großen Lettern hier angeschlagen. Schaut euch das mal an. Wetter kommt gerade jetzt genau. Gefunden, was auf ist, und schaut euch mal an, was man da noch sehen kann. Hier unten ist ein altes Bett, alte Bestuhlung und noch ein altes Bett. Ich denke, das ist nicht aus der damaligen Zeit, dafür ist es nicht pompös genug. Das wird wahrscheinlich aus der DDR-Zeit gewesen sein, aber interessant, da mal reinzugucken, oder? So, von da sind wir gekommen. Hier ist, wie gesagt, der Bunker. Und hier scheint eine Sportstätte zu sein. Die gucken wir uns mal an. Ja, das scheint eine Sportstätte, eine ehemalige zu sein. Da sind die Tribünen. Und hier wird vielleicht ein Fußballfeld oder ähnliches gewesen sein. Und wir gucken uns noch mal die Garagen an. Ihr habt ja gesehen, wie viele Räume es höchstwahrscheinlich gab. Das Haus ist ja riesig. Und ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch eine entsprechende Fahrzeugflotte gegeben haben muss. Weil die Menschen mussten ja irgendwie hierhin transportiert werden. Und das ist hier der alte Garagenstellplatz. Da ist sogar eine Tür auf, aber ist sogar mit Heizung. Wir können ja mal reingucken, wie das damals da drin ausgesehen hat. Seht ihr? Sogar mit Heizung. Bedeutet, den Autos war es auf jeden Fall warm. Beleuchtung, Garage. Sicherungsverteiler, manchmal steht ein Datum drauf, aber hier leider nicht. Boah, das könnte wirklich noch aus der Zeit sein hier. So, wir gehen hier mal nicht weiter drauf. Gucken
gucken uns das nur hier am Rand an. Hier vorne ist noch ein Gebäude. Ich glaube, das ist aktuell noch aktiv. Genau, brennt auch Licht. Deswegen, da sparen wir uns aus. Ich glaube, eine Sache zeige ich euch nochmal. Der große Raum, wo die große Veranstaltung drin war, da gibt es auf jeden Fall noch einen besseren Blick drauf. Das habe ich euch gerade völlig unterschlagen. Und jetzt nutzen wir nochmal die Gelegenheit, den klassischen Weg zu gehen, den damals die Besucher, meistens hochrangige Parteimitglieder oder SS-Offiziere, gegangen sind. Quasi hier von dem Parkplatz kommend, diesen kleinen Weg hoch. Also alleine der Gedanke, wie viele Menschen und welche Menschen vor allem damals hier lang gegangen sind, unvorstellbar. Und dann hat sich hier dieser Innenhof eröffnet. Das war damals natürlich viel gepflegter und sicherlich sehr imposant. Ja. Vielleicht sind die auch hier mit dem Auto vorgefahren, wurden dann hier ausgeladen. Die Kinder standen hier, Magda und Josef Goebbels standen hier und haben die Leute dann in Empfang genommen. Wenn man sich das mal so vorstellt, das ist noch gar nicht so lange her. Hier ist, wie gesagt, dieser Bunker, wo wir gerade waren oder was auch immer das ist. Und jetzt, das wollte ich euch nicht unterschlagen, diesen Blick nochmal. Die Bäume sind auf jeden Fall älter. Die kleinen, die werden wahrscheinlich noch nicht so alt sein. Muss ja überlegen, das ist ja schon über 80 Jahre her. Ich denke, die sind noch keine 80 Jahre, die standen also hier noch nicht, genauso wie die Birke. Aber der große hier stand auf jeden Fall schon. Genau, da vorne, durch das Fenster wollte ich noch schauen. Das macht auf jeden Fall nochmal Sinn, dass ich euch das zeige. Da. Wir haben ja gerade von der linken Seite reingeschaut, aber hier über die lange Fläche haben wir noch gar nicht die Chance genutzt, da reinzugucken. Auch hier beleuchte ich wieder von links nach rechts. Die Fenster waren bis zum Boden zu vertiefen. Hier haben wir diese Schiebetür. Und glaube ich, alles jetzt gesehen. Fand ich nochmal wichtig, dass ich euch das zeige. Aber ein Kamin? Ich hätte jetzt eigentlich einen Kamin erwartet. Schaut mal, das ist auch nochmal interessant. Da haben wir ja gerade durchgeguckt durch die Tür und man ist dann quasi direkt hier in diesen Bereich gekommen, in diesen riesigen Saal. Vielleicht ist es sogar das Wohnzimmer. Und hier, vielleicht war das sogar ein Kamin, hier auf dem Boden. Jo, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wenn euch so ein Content gefällt, würde ich mich natürlich wie immer über ein Abo freuen. Ist aber kein Muss. Kommentieren könnt ihr auch gerne, wie ihr das findet. Sicherlich kontroverses Thema. Was soll man dann mit dieser Immobilie machen? Soll man sie abreißen? Soll man daraus Wohnraum machen? Soll man sie einfach so lassen, wie sie ist? Soll man vielleicht sogar ein Museum daraus machen oder eine Jugendherberge? Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt. Und mit diesen Bildern bin ich raus, euer Random Life. Ja. Und dem Notausgang zufolge würde ich schon sagen, 20 Meter. Ja, und der Notausgang, wir sind ja dadurch reingekommen. Genau. Der ist auch sehr krass, ja, mit der Wendeltreppe. Habt ihr die Risse auch gesehen? Komplett. Wir hatten überlegt, ob der nicht oberirdisch eventuell mal einen Puffer. Das könnte sein, ja. Oder ob das über die Jahre einfach mit der Bausubstanz, das weiß ich nicht. Alles klar. Aber hier ist ja auch eine andere Bauform. Wir sehen hier ausgekleidet mit Backsteinen und oben war komplett betoniert.
In dem Moment kommt die Sonne raus. Ist auch krass. So, bevor wir auf die Tür zugehen, gibt es hier ein Liebespaar. Nach meinen Informationen soll das Josef Goebbels sein. Der war natürlich viel kleiner. Also der ragte ungefähr bis hier. Und das ist Magda Goebbels. Die haben ja kurz vor Ende des Krieges, vor der Kapitulation, haben die sich ja umgebracht und ihre fünf Kinder auch. Ja. Häufig war es ja so, dass die Figuren deutlich größer dann die Figuren dargestellt haben, als die Menschen wirklich waren. Das haben die Russen so gemacht, die Deutschen auch. Und hier finden wir das wieder. Und die Köpfe wurden nach dem Krieg abgeschlagen. Na, schaut euch mal das Bild an. Unglaublich. So, Bogensee. Da haben wir es. Auch das steht unter Denkmal. Gibt es sicher geteilte Meinungen. Hier hat man schon versucht, die Scheibe anzuschlagen und hat das auch getan. Wir standen hier gerade auf der anderen Seite. Ich leuchte mal rein. Ja, schaut euch das an. So sieht das da drin aus. Die Original-Kronleuchter sind noch zu sehen hier. Da. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Tür ist sicherlich abgeschlossen. Genau. Da kommt man nicht rein. Und wir gucken uns hier auf der linken Seite einmal an, den linken Flügel. Da sind die Fenster, wo wir gerade durchgeschaut haben, damit der Gang beleuchtet ist. Hier schwere Fensterladen, einmal ringsherum. Hier konnte man auch in den linken Flügel über die Tür. Und hier gibt es so Beete. Die waren früher bestimmt reichlich auch besetzt mit schönen Blumen etc. Wahrscheinlich noch die Originaltür von damals. Anders als Karin Hall, da hat ja Göring gelebt, wurde die Bieler Bogensee nicht zerstört. Und nach dem Krieg wurde sie auch noch genutzt. Und seit etlichen Jahren steht sie mittlerweile genauso, wie sie jetzt hier vorzufinden ist, rum. Ich glaube, ich war schon 3 oder 4 Mal hier. Und das Schöne ist, es hat sich bisher nichts verändert. Also weder Graffitis noch irgendwelche Zerstörungen. Und das freut mich natürlich. Disclaimer, natürlich eine ganz schlimme Zeit damals gewesen, aber ich denke, das wissen wir alle. Genau, hier geht es rein um die Geschichte von diesen Bauwerken, von diesem Haus. Hier denke ich die Originaltür. Hier gucken wir mal. Ja, ich glaube, hier könnte man theoretisch rein, aber da kommt man glaube ich nie wieder raus. Und wir machen ja auch keinen Hausfriedensbruch, von daher gucken wir uns das nur von außen an. Beleuchtung oben wurde sicherlich nachträglich installiert, aber die untere Betonfassung, die ist sicherlich alt. So. Steinerne Tischtennisplatten. Ich kann mir vorstellen, dass die noch von der damaligen Zeit sind. 1, 2 und 3. 3 Stück gibt es hier. Wie gesagt, Goebbels hatten ja 5 Kinder und die ganzen Obrigkeiten haben natürlich auch ihre Kinder mitgebracht. Schlafsäle waren sicherlich genug da. Und dann gab es hier
bestimmt auch viele Kinder, die hier gespielt haben. Schauen wir uns das Fenster hier mal an. Also hier wurde anscheinend entweder drauf geschossen oder mit einem Stein die Fensterrahmen mit diesen Steinen eingefasst, hier glatt geschliffen. Da ist Natur. Starkstromanschluss garantiert von damals. Hier hat man wahrscheinlich auch schon einbrechen wollen. So langsam, da vorne ist der Bunker. Sind wir jetzt einmal rum? Die Tür sieht schon gut runtergekommen aus. Alte Gullideckel. Die Frage ist, ob die verbunden sind mit dem Bunkersystem. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Genau. Also, das ist die Villa oder eine der Villen von Josef Goebbels. Denke, habt einen ganz guten Eindruck bekommen, wie es damals hier ausgesehen hat. Ich zeige euch gleich noch die Garagenanlagen und wie das Gelände hier ringsherum aufgebaut ist. Und ja, ich melde mich dann gleich wieder.